Was diese Menschen hier auf der Rolltreppe gerade nicht mitbekommen, sie werden gefilmt. Von uns heute mal. Und sonst von mindestens einer Überwachungskamera. Alltag in Deutschland. Kameras für ein Sicherheitsgefühl. Und jetzt kommt der nächste Schritt. Die biometrische Gesichtserkennung. Die Polizei ruft in Berlin am Bahnhof Südkreuz gerade zu einem Testprojekt auf. Freiwillige werden registriert, gescannt, überwacht, namentlich. Die Reaktionen sind unterschiedlich. Ich finde das eine vernünftige Einrichtung. Bin ich voll dafür. Alles, was unsere Sicherheit verstärkt, muss unterstützt werden. Du bist mir nicht klar, warum, wieso, weshalb sie das jetzt brauchen. Dient das meinem Schutz? Glaube ich nicht. Wir werden alle Gesichter gescannt, das geht in eine riesige Datenbank. Hier werden noch Unschuldige erfasst und zugleich sehe ich den Staat nicht in der Lage, die Daten zu schützen. Biometrische Daten, sie dienen der Erkennung. Man kann verschiedene Informationen daraus gewinnen. Die Supermarktkette Real zum Beispiel setzt solche Kameras jetzt testweise in Bayern ein. Scannt die Kunden an der Kasse nach Alter und Geschlecht. Auf unsere Anfrage, was mit den gesammelten Daten passiert, erhalten wir folgende Antwort. Zitat: Die aufgenommenen Bilder werden rein automatisch ausgewertet und dann sofort wieder verworfen. Die Bilder sind nur für jeweils ca. 150 Millisekunden im Speicher und werden weder übertragen noch gespeichert. Hier sind die Daten für die Werbung. Dort sind die Daten für die Sicherheit. Zusammen können sie schon viel über eine Person verraten. Anonym war gestern. Die Zukunft wird jetzt gläsern.